Herzlich willkommen. Ja, denkt ihr manchmal auch, früher war alles besser? Oder zumindest vieles? Heute darf man ja kaum mehr anderer Meinung sein. Überall wird man bevormundet. Alle fühlen sich diskriminiert und machen Diversity-Trainings und reden nur noch über Gender, Klima und vor allem über Hafermilch. Meinem heutigen Gast geht es da sehr ähnlich. Alexander Grau seziert unseren Zeitgeist als Philosoph und Publizist und findet, wir brauchen wieder mehr Konservative, mehr Skeptiker und weniger Moral. Ja, Herr Grau, was haben Sie eigentlich gegen Hafermilch? Ich habe überhaupt nichts gegen Hafermilch, nur persönlich, mir schmeckt sie nicht. Das ist so alles, was ich persönlich dazu zu sagen habe. Aber das Interessante an diesen Dingen, nicht nur an der Hafermilch, sondern quasi an unserer gesamten modernen Kultur, ist ja, dass das nicht einfach nur Gegenstände sind oder Lebensmittel, die wir konsumieren oder nicht konsumieren, sondern dass sie immer auch eine Bedeutung haben. Quasi alles in unserer in Kultur generell, das macht eben Kultur zu Kultur, ist bedeutungstragend, ist irgendwie aufgeladen. Und an dem Punkt beginnt es ja spannend zu werden. Mhm. Weshalb finden das Leute plötzlich so interessant? Weshalb wird so etwas zu einem Trend? Und was wird damit eigentlich an einer, für Botschaften transportiert? Ja, und zum Teil ist es ja so moralisch auch aufgeladen. Also es geht dann irgendwie auch gerade um die Rettung der Welt oder ums eigene Seelenheil, wenn man jetzt das falsche Fortbewegungsmittel hat oder das falsche konsumiert oder isst oder trinkt, oder? Das ist ein Teil dieser gesamten Sache bei der Hafermilch. Die soll dann angeblich besonders klimaschonend oder ökologisch sein. Ich weiß gar nicht, ob sie es ist, aber wie die Energiebilanz aussieht, keine Ahnung, spielt jetzt auch keine Rolle. Das gilt aber auch für andere Verhaltensweisen. Deutlicher ist es vielleicht dann bei der vegetarischen oder veganen Ernährung oder andere Sachen. Aber das ist es ja nicht nur. Man signalisiert damit natürlich auch Zugehörigkeit zu einer gewissen sozialen Gruppe. Es sind diese von dem Soziologen Bourdieu ja schon vor Jahrzehnten so schön beschriebenen feinen Unterschiede eben dann auch, mit denen man sich in ein Sozialmilieu integriert oder zumindest signalisiert, dass man dazugehört. Und man signalisiert natürlich auch, dass man fortschrittlich ist, dass man ein feines Sensorium für die Veränderung in der Gesellschaft hat, dass man quasi auch an der Speerspitze dieser Veränderung steht und dass man sofort mitbekommt, was jetzt eben, wie man es umgangssprachlich sagt, angesagt ist und dass man es eben mitmacht und dass man sich nicht, dem nicht verweigert. Also es ist eine Form von Kommunikation auch, hä? Mit diesen Dingen, so etwas wie mit Hafermilch oder so. Und Sie gehen noch einen Schritt weiter und sagen, da drin steckt heutzutage so etwas wie eine Ersatzreligion. Also wir sind alle noch Gläubige. Wir haben den Tod Gottes und die Säkularisierung nicht wirklich überwunden. Nein, natürlich. Woran machen Sie das fest? An der Heftigkeit der Diskurse und daran, dass viele Begrifflichkeiten, die wir ja auch verwenden, ganz offensichtlich im Kern religiöser Natur sind. Die Sprache hat sich vielleicht teilweise geändert, die Worte dafür haben sich geändert, aber viele Erzählungen des Alltags von den endzeitlichen Erzählungen mancher Klimabewegter, oder ist, der Wissenschaft auch. Oder der Wissenschaft auch. Ja. Genau, auch Wissenschaft ist, wie wir wissen, ja nicht vollkommen ideologiefrei. Auch die verfängt natürlich ganz stern in solche Narrative. Darüber müssen wir sicher sprechen. Ja. Und, ja. Aber auch vieles andere. Also das Subjektbild, das wir haben, diesen ganzen Individualismusdiskurs, den wir haben, das alles ist natürlich tiefengeprägt von unserer christlichen Kultur und unseren christlichen Vorstellungen. Dass das inzwischen säkularisiert ist, darf ja nicht darüber hinwegtäuschen. Und mein Eindruck ist nun, nachdem quasi Gott als metaphysische Instanz weggefallen ist, haben sich diese Begriffe quasi verselbstständigt, sind säkular geworden und haben dadurch noch mal eine ganz andere Wucht bekommen. Wow. Also das heißt, wir brauchen noch diesen Halt, den uns Gott gegeben hat, aber wir suchen ihn in anderen Götzen, oder wie würden Sie das sagen, im Alltag? Ja, wir suchen ihn in anderen Götzen und weil Gott eben als Instanz weggefallen ist, werden diese Begriffe, die mit ihm verbunden waren oder mit diesem religiösen Weltbild verbunden waren, kriegen ein größeres Gewicht. In traditionell religiösen Weltsichten ist, weil Gott ja da als große metaphysische Instanz noch anwesend ist, wird das immer verbunden mit einer gewissen Demut. Man weiß, es gibt etwas Höheres. In dem Moment, wo aber diese Narrative wegfallen, die Narrative lebendig sind, aber Gott weggefallen ist,
fällt auch die Demut weg. Mhm. Und plötzlich werden solche Erzählungen wie eben Selbstfindung, Sinnsuche und so weiter, bekommen eine ganz, ganz andere Gewichtung. Und der einzelne Suchende wertet sich quasi selbst religiös auf. Genau, über das werden wir sicher noch sprechen. Sie sprechen sogar von Selbsterlösung, die wir heute suchen. Also ich werde zu meinem eigenen Gott, der mich erlösen kann. So, darüber müssen wir unbedingt sprechen. Aber Sie sagen, eine weitere Zeitdiagnose ist neben diesen überall Ersatzreligionen, sagen Sie, wir sind wie pubertierende Kinder. Also Sie lästern in Ihren Büchern sehr schön und lesenswert, wie ich sagen möchte, darüber, wenn irgendwelche Manager mit T-Shirts und Turnschuhen zur Arbeit kommen und so weiter. Und woran machen Sie das fest, dass wir diese Infantilisierung, dass wir zu Kindern gemacht werden oder uns so verhalten wie pubertierende Kinder? Na gut, das sind ja jetzt erstmal äußerliche Faktoren, ja, ob einer in Turnschuhen rumläuft oder in Jeans und nicht wie noch vielleicht die Generation unserer Eltern, erst recht aber unserer Großeltern, ganz, ganz anders sich noch gab. Ja, das geht ja weit, weit ins Bürgertum hinein. Also wenn Sie sich vielleicht noch an Ihre Großeltern erinnern, natürlich trug dann der Familienvater sonntags noch einen Anzug oder so etwas, ja, am Sonntag. Und heutzutage ist es gerade umgekehrt. Also die Freizeitkleidung hat Einzug gehalten, nicht nur in die Freizeit, sondern auch noch ins Berufsleben. Das gilt es erstmal nur ganz neutral zu beobachten. So ist das. Jetzt muss man sich natürlich fragen, weshalb ist das eigentlich so? Und ähnlich wie bei der Hafermilch, was wird damit eigentlich kommuniziert? Was wird da signalisiert? Und was würden Sie sagen? Da geht es offensichtlich um eine Werteverschiebung. Also nicht mehr das, was unsere Großeltern vielleicht auszeichnete, was mit konservativ konnotiert ist, Pflicht, auch Strebsamkeit und so weiter, ja, Unterordnung, Einordnung in gesellschaftliche Hierarchien, sondern diese eine bestimmte Formalität, Form, einfach. Form genau. Genau, man kleidet sich, man hält die Konventionen ein und so, dieses Ding, ja. Genau, man ordnet sich auch im gewissen Sinne ein in eine soziale und gesellschaftliche Struktur. Mhm. Und die moderne Mode signalisiert ja das Gegenteil. Emanzipation, Individualität, Lockerheit, unverkrampft, lässig und so weiter. Ja. Das gilt es erstmal zur Kenntnis zu nehmen. Und jetzt ist die Frage, weshalb passiert sowas in einer Gesellschaft? Mhm. Ja, und meine Antwort wäre darauf, insofern bin ich ja immer, ich bin ja gar kein Konservativer, ich bin ja guter Marxist, sage ich immer in dem Zusammenhang. Oh. Ja. Das Sein prägt das Bewusstsein. Es sind letzten Endes die ökonomischen Umstände. Natürlich, also in einem kapitalistischen System, dessen Grundideologie ja im Grunde darauf beruht, dass permanent Innovation zu herrschen hat, dass permanent alles neu, anders, das neue Produkt auf den Markt gebracht werden muss, dass wir alles hinterfragen müssen, ganz neu denken müssen, um eben innovativer zu sein als die Konkurrenz. Disruption, Kreativität, alles neu erfinden. Genau, so. Das setzt sich nicht innerhalb weniger Jahre, aber über Jahrzehnte oder wir haben inzwischen fast 200 Jahre ein kapitalistisches System, prägt das eine Gesellschaft und die Psyche der Menschen. Mhm. Und diese Ideologie wird eben auch in das Privatleben integriert. Also will jeder innovativ, anders, sich abheben und so weiter. Und schöner Nebeneffekt, damit hält er auch noch den Konsummarkt am Laufen. Das ist aber wahrscheinlich ganz wichtig. Genau. Das ist ganz wichtig. Also Sie sezieren gerne den Zeitgeist, lästern auch über viele so Oberflächenphänomene, quasi wie Adorno, aber eher so auch von konservativer Seite zum Teil. Sie selbst sind in Bonn geboren, Philosophie studiert, über Hegel doktoriert, arbeiten jetzt als Publizist und Autor für Magazine wie Cicero, schreiben regelmäßig für die NZZ, aber auch für den Schweizer Monat, leben in Wiesbaden, sind Vater von zwei Kindern. Und gerade NZZ und Schweizer Monat, liberale Zeitung. Was liberal bedeutet, werden wir sicher noch reden. Jetzt interessiert mich erstmal dieses Konservative. Sie werden auch damit gelabelt, so mit diesen Positionen. Wenn ich das lese, klingt das für mich auch so. Was bedeutet für Sie konservativ sein? Naja, das Konservative ist ja, das ist ja das Problem des Konservativen, eine Reaktion auf den Fortschritt. Zwar gab es schon immer Konservative, ganze Gesellschaften waren konservativ. Das Römische Reich war sicherlich strukturell eine konservative Gesellschaft, aber deshalb gab es den Begriff noch gar nicht. Es war eben selbstverständlich, konservativ zu sein. Man kann wahrscheinlich sogar sagen, dass ein Großteil der menschlichen Kulturen in den letzten Jahrtausenden strukturell konservativ waren. Weil sich wenig verändert hat. Weil sich wenig verändert hat und
weil es wichtig war, sich zu orientieren. Und das Gute war ja in der Vergangenheit, das war die Welt der Ahnen, die verehrt wurden und die man geachtet hat. Heute hat sich das Bild ja umgekehrt. Ja. Wir kommen uns besser vor als unsere Ahnen. Wir haben jetzt kapiert, was die alles falsch gemacht haben. Wir schämen uns ein bisschen für die Vergangenheit. Wir schämen uns teilweise sogar für sie. Mhm. Aber ein überwiegender Teil der Menschheitskulturen war ja komplett anders strukturiert. Beispielsweise gerade die Römer, von denen wir ja viel, viel übernommen haben oder in deren Tradition hier unmittelbar stehen, haben sich ja eher als minderwertig empfunden jeweils. Und die Geachteten, also es war einfach eigentlich eine Abstiegsgeschichte, geachtet waren eben die Ahnen. Und man selber ist da eigentlich nie dran gekommen. In solchen Gesellschaften gibt es den Begriff konservativ ja gar nicht, weil im Grunde die Gesellschaft strukturell konservativ ist. Heute ist der Konservative, der lehnt sich auf gegen diesen Fetisch des Neuen, würden Sie sagen, der einfach mal sagt, nein, bleiben wir beim Altbewährten und machen so ist, wir das so nicht ist, mit. So war das erstmal historisch. Er ist ja politisch geformt worden während der Französischen Revolution. Das waren eben die, die gegen die Revolution waren. Und er ist dann kulturkonservativ erweitert worden. All jene, die eben dem Fortschritt skeptisch gegenüberstehen. Nun bin ich gar nicht konservativ in dem Sinne, dass ich meine, man könnte daran irgendetwas ändern, dass man sich jetzt also politisch organisieren muss und irgendwie den Fortschritt aufhalten kann. Oder die Veränderung. Fortschritt ist ja eigentlich nur ein Label für eine positive Veränderung. Ja, das ist ja eigentlich schon eigentlich ideologisch aufgeladen, ist ja ein ideologischer Begriff, Fortschritt. Ideologisch neutral hieß ja von Veränderung zu sprechen. Ja. Also auch da spielt wieder vielleicht dieses fast schon religiöse Motiv. Natürlich. Der Heilserwartung mit, würden Sie sagen. Das ist eine säkularisierte Heilsgeschichte. Fortschritt ist eine säkularisierte Heilsgeschichte, würden Sie sagen. Die natürlich. Idee des Fortschritts seit der Aufklärung. Seit der Aufklärung, die natürlich. Auch idealerweise natürlich auf einen paradiesischen Zustand letzten Endes zulaufen soll. Mhm. Ob mit oder ohne Apokalypse im Vorfeld, das ist umstritten. Mhm. Jetzt schreiben Sie aber in einem Artikel in der NZZ, haben Sie auch so ein Loblied oder eine Verteidigung des Konservativen geschrieben und schreiben da, wir brauchen wieder mehr Unterschiede gegen diesen Einheitsbrei und schreiben, dass unsere Welt aus unterschiedlichen Kulturen besteht, aus Idealen und Werten. Das müssten wir zur Kenntnis nehmen und nicht so tun, als wären alle gleich und sollen alle gleich sein. Ist das auch ein Element des Konservativismus? Diese Betonung der Differenz. Das eigene. Na, wenn man ehrlich ist, war es sicherlich lange Zeit umgekehrt. Da haben wahrscheinlich Konservative lange die Homogenität betont und wie wichtig es ist, diese Homogenität beizubehalten. Und die Linken waren über die Fortschrittsgläubigen, waren sozusagen die natürlich für mehr Pluralismus und so weiter gekämpft haben. Ja, klar, aber die Angst ist natürlich, dass das eigene zu stark überfremdet wird. So. Ja, natürlich. Und jetzt leben wir in einer Gesellschaft, die wesentlich durch Fortschrittsnarrative dominiert wird oder, wie viele vielleicht sagen würden, eine strukturell linksliberal aufgestellte Gesellschaft. Mhm. Und da ist das Sand im Getriebe natürlich nicht mehr der Linke, der es vielleicht noch vor 150 Jahren war, sondern da ist es der Konservative, wenn Sie so wollen. Und diese Leute, die das Sand im Getriebe sind, haben immer eine wichtige Funktion, eigentlich völlig egal, von welcher ideologischen Position sie ursprünglich kommen. Mhm. Heutzutage in der Kultur, wie sie heutzutage ist und wie wir schon beschrieben haben, ist das dann eben häufig eine konservative Position, die skeptisch ist und ihr mal stehen bleibt und sagt, Moment mal, schauen wir mal, was wir hier gerade machen. Wenn etwas ein neues Produkt auf dem Markt ist, jubeln wir es nicht einfach spontan an, nur einfach, weil es neu ist, sondern treten wir mal einen Schritt zurück und überlegen uns, was passiert hier gerade. Mhm. Ja, und was wird teilweise auch mit uns gemacht, denn dahinter stehen ja häufig genug Machtinteressen. Mhm. Also interessant, der Konservative ist der Störenfried gegen diesen Mainstream des Progressiven, würden Sie sagen. Ja. Der Mainstream ist progressiv. Ja, in den westlichen Gesellschaften zurzeit auf jeden Fall, so würde ich das beschreiben. Es gibt noch Reste von Kulturen auf diesem Globus, die offensichtlich konservativ strukturiert sind und sie gegen diesen
globale Durchsetzung dieses westlichen Fortschrittsnarrativ wären, teilweise sehr, sehr blutig, wie wir wissen. Ja. Ein großer Konflikt mit dem Islam beispielsweise besteht, glaube ich, schlicht und ergreifend daran, dass eigentlich eine der letzten Kulturen ist, die sich genau dagegen wehrt, ja, gegen dieses Fortschrittsnarrativ und Aufklärungsnarrativ des Westens auf sehr blutige Weise. Aber ja, wahrscheinlich ist jetzt zu fragen, wie das einzuordnen ist. Global historisch ist jetzt nicht unser Thema, aber in der westlichen Kultur hat sich das einfach durchgesetzt. Ja, und Sie schreiben sehr interessant, klassische konservative Werte wie Familie, Heimat und Überlieferung sind keine Gefängnisse, sondern Schutzräume. Schutzräume, sagen Sie, in denen der Einzelne und die Einzelne die Möglichkeit hat, nach seinen Vorstellungen glücklich zu werden. Können Sie das erläutern? Also sind wir eigentlich für die Freiheit? Wir denken doch immer, wir müssen diese verkrusteten Strukturen irgendwie aufbrechen. So mit der Aufklärung, der Emanzipation. Und Sie sagen, nein, das sind keine Gefängnisse, sondern es sind Schutzräume, wo wir uns selbst entfalten können und uns selbst sein können. Also frei, das kommt immer darauf an, was die herrschende Ideologie ist. In den Jahrhunderten, in denen genau diese, vor allen Dingen dann noch ganz stark kirchlich und christlich geprägte Ideologie die herrschende war, war es mit Sicherheit wichtig und notwendig, ich bin gar kein Anti-Aufklärer oder ich bin auch nicht anti-emanzipatorisch, war es wichtig, diese zu durchbrechen und in Frage zu stellen. Aber inzwischen stehen wir ja vor einer anderen Situation. Da wird der Mensch ja in Haftung genommen für ganz andere Ideologien und für ein ganz anderes gesellschaftliches System und auch andere Werte. Und da, denke ich, kann es wichtig sein, sich auf solche konservativen Güter oder Werte zu besinnen. Aber machen wir es mal konkret. Also wenn Sie Ideologie sagen, ist für Sie auch der Feminismus, die Gleichstellung, Sie sprechen von Staatsfeminismus, von Genderismus, ist das für Sie auch eine Ideologie? Naja, das ist nach klassischer Definition eine Ideologie, aber das ist eher eine, sozusagen eine abgeleitete. Die Frage ist ja auch hier wieder, ähnlich wie bei der Hafermilch, woher kommt denn das? Ja? Und warum entwickeln solche Gesellschaften des 20. Jahrhunderts solche, ich möchte es mal dann... Es kommt aus Ungerechtigkeit, aus Benachteiligung, aus Ungleichbehandlung. Es ist eine Forderung der Gerechtigkeit und der Gleichstellung. Ja, natürlich, selbstverständlich. Aber auch das muss einem ja erstmal wieder klar sein. Ja? Also auch das kommt nicht von ungefähr. Und auch hier würde ich wieder sagen, wie ich schon vorhin gesagt habe, das ist letzten Endes das Produkt der jeweiligen Lebensverhältnisse, auch hier wieder. Natürlich, Ende des 19. Jahrhunderts war eigentlich so die traditionelle Stellung beispielsweise der Frau, so wie wir sie aus den feudalen Systemen kennen, im Mittelalter einfach gesellschaftlich nicht mehr aufrechtzuerhalten. Und um das durchzusetzen, werden dann, moralisch wird sozusagen die Sprache normativ und versucht dann diese notwendige gesellschaftliche Anpassung moralisch zu formulieren, um sie sozusagen in einem höheren Sinne zu rechtfertigen. Okay, also darüber müssen wir sicher auch noch reden. Moral ist für Sie immer in Ideologieverdacht, sage ich jetzt mal. Also versucht etwas zu rechtfertigen, aber also die reine, gut begründete Moral, dass es um Gerechtigkeit geht und so weiter, und diese Werte, die stehen immer im Verdacht, Machtinstrumente zu sein und ideologische Instrumente zu sein. Machtinstrumente, ja, aber das ist ja auch so erstmal wahnsinnig negativ konnotiert. Ohne jede Wertung, kalt, nüchtern, sachlich betrachtet. Moral entwickelt sich anhand der Bedingungen und Gegebenheiten der jeweiligen Gesellschaft. Und natürlich hat eine kapitalistische Gesellschaft andere moralische Vorstellungen als eine Feudalgesellschaft. Und eine kapitalistische Gesellschaft des klassischen Industriezeitalters hat andere Moralvorstellungen und entwickelt andere Moralvorstellungen als unsere digitalisierte Moderne. Ich möchte mich da jeder Wertung einfach enthalten. Ja, aber da, also in ihren Büchern und Essays und Kolumnen und Texten ist natürlich viel Wertung drin. Das ist ja durchdrängt durch Wertung, sage ich. Also wenn Sie diese Phänomene beschreiben, dann merkt man,
Sie können damit nichts anfangen, mit all diesem ganzen progressiven Gerede und mit dieser Moralisierung auch. Das ist ja interessant. Ja, natürlich. Es gibt wie zwei Ebenen, oder? Es gibt zwei Ebenen. Man muss das eben in Frage stellen und man muss sich das immer klar machen. Moral tritt immer auf. Und andere ideologische Narrative, ist ja nicht nur Moral, es gibt ja vieles, immer mit der großen Selbstverständlichkeit, insbesondere heutzutage. Sie kommt immer daher mit dem Duktus der Aufklärung, der Rationalität und damit der Selbstverständlichkeit. Ah, und ja. Wer das nicht einsieht, der hat irgendeinen Defekt. Also entweder ist er schlicht ein schlechter Mensch oder ist aus irgendwelchen psychologischen oder sozialen Gründen nicht in der Lage, das wahrzunehmen. Aber sie tritt immer mit, diesem Gestus auf, ist doch eigentlich klar. Und man muss immer wieder betonen, ist überhaupt nicht klar. Was wir reden, was wir glauben, welche Überzeugungen wir haben und auch welche Moral und Norm wir für richtig halten, ist völlig kontingent. Hätten wir in einer anderen Zeit, zu einem anderen Zeitpunkt gelebt oder hätte sich die Geschichte anders entwickelt, würden wir heute hier sitzen und mit derselben Überzeugung ganz andere Werte vertreten. Wow, aber das ist eine steile These. Dann gibt's, also moralisch gibt es kein richtig oder falsch, würden Sie sagen. Und es gibt in dem Sinne auch keinen Fortschritt, den wir neutral und objektiv so bezeichnen können. Aber das heißt Frauenrechte, Bürgerrechte und so weiter. Das ist der naheliegende Einwand. Aber der ist sehr naheliegend. Ja, aber wir bewegen uns nun einmal in dieser kulturellen Tradition. Da kommen wir auch nicht raus. Ja. Und das ist ja auch richtig. Und das ist ja daher auch pragmatisch völlig in Ordnung. Daher wieder, es gibt nur diese beiden Ebenen. Wir bewegen uns einfach in diesem kulturellen Traditionsstrang. In dem funktioniert unsere moralische Sprache und deshalb reden wir auch so. Und deshalb fällt es uns auch so wahnsinnig schwer, da auszusteigen. Aber wir müssen eben immer auch im Blick behalten, es hätte etwas steil formuliert auch immer anders kommen können. Wir könnten jetzt hier auch sitzen. Und es wäre gleich gut gewesen, oder was würden Sie sagen, als Relativist? Wir würden dann mit derselben Überzeugung andere Positionen vertreten und würden uns vielleicht imaginieren, aha, ein Jahr 2024, in dem zwei Menschen in einem Fernsehstudio sitzen, die vielleicht die Vorstellung haben, die wir jetzt, die wir hier sitzen, haben. Und dann sagen wir, wie absurd. Ja? Also klar könnte man haben, diese Vorstellung. Also das ist so. Man ist immer gefangen in der eigenen Zeit, mit den eigenen Wertvorstellungen und so weiter. Aber es ist schwierig jetzt für Sie, auch irgendwie sich politisch zu positionieren und zu wählen und abzustimmen und so. Ich meine, das ist als Relativist. Es ist tatsächlich schwierig, aber das sehe ich nun wieder relativ pragmatisch. Ich bin eben auch Zeitgenosse und habe vielleicht auch einfach meine ganz niedrigen Ressentiments. Die kann man ja auch mal ausleben. Aber ich denke, es ist gerade heutzutage immer wieder wichtig, sich das klarzumachen. Wir schauen, sonst ist das Projekt Aufklärung misslungen. Wir schauen immer zurück auf vergangene Jahrhunderte, die angeblich so verblendet waren. Und dann kam die große Aufklärung und hat alles geändert. Und jetzt sind die Leute wahnsinnig kritisch geworden und aufgeklärt. Und in den Schulen, auch Sie haben das ja noch erlebt, wir sind alle zum kritischen Denken erzogen worden. Mhm. Und eigentlich muss man sagen, wenn man sich diese Gesellschaft und ihre Debatten anschaut, kaum ein Projekt ist krachender gescheitert als das. Denn also es gibt eine Dialektik der Aufklärung. Es gibt eine Dialektik der Aufklärung und wir hinterfragen uns eben nicht, sondern ganz, ganz überwiegend übernehmen wir eben diese Position, passen uns an. Das sind auch so psychologische Mechanismen, also eine Massengesellschaft. Ja, wir neigen eben nicht zum Opportunismus. Das ist ja auch beruflich häufig gar nicht sinnvoll. Ja. Mhm. Aber umso wichtiger ist es eben daran festzuhalten und sich immer wieder die Relativität und die Kontingenz der eigenen Position klarzumachen. Ja, aber sich auch klarzumachen, dass bestimmte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Dinge herausgefunden haben, die wir nicht mehr leugnen können. Darüber werden wir sicher noch reden, also Stichwort Klimawandel. Ja. Aber ein Punkt, wenn man jetzt auf konservative oder rechtspopulistische Positionen blickt, wie sie oft benannt werden, jetzt gerade in Österreich, wieder Zulauf in Ostdeutschland und so weiter, bei den Europawahlen, da spielt ja die Migration eine, glaube ich, große Rolle, auch psychologisch. Ja. Also diese Ängste von Kontrollverlust, von Überfremdung und so weiter. Teilen Sie diese Sorgen diesen Verlust, das, was man vor einigen Jahren Leitkultur genannt hat? Sie schreiben auch, es gibt heute weniger geteilte Lebensweisen zumindest. Und das macht etwas mit uns als Gesellschaft. Genau, das macht was mit uns. Ich
denke nicht, dass man daran etwas ändern wird. Da bin ich ein bisschen fatalistisch oder einfach vielleicht verkappter Hegelianer. Ich denke einfach, dass diese historischen Prozesse ablaufen und dass wir aktuell global in einem riesigen Epochenwandel stecken. Und diese ganzen Reaktionen, die wir jetzt haben, auch auf einer politischen Ebene, völlig verständliche, also ich bin da völlig unaufgeregt, völlig verständliche... Haben Sie das auch? Abwehrreaktionen. Diese Abwehrreaktion? Na, als Mensch? Teilweise natürlich, also klar, als Privatperson, wenn ich teilweise durch die Innenstädte, ja. Und nicht nur Deutschlands, sondern auch in anderen Ländern gehe, ja, natürlich, das ist, glaube ich, nur menschlich allzu menschlich. Das ja, es ist gibt auch ja gar viele, nicht so, die empfinden das als Bereicherung. Ich denke immer, es ist sehr unterschiedlich. Das ist also, ja, vollkommen klar. Mhm. Das ist vollkommen klar. Mhm. Aber diese Prozesse laufen einfach ab. Und auch populistische Parteien werden sie nicht aus der Welt schaffen. Das gebe ich denen schriftlich. Aber was könnte daran nicht gut sein an Vielfalt? Ist ein riesiger Wert heutzutage. Ja. Neben Selbstentfaltung ist diese Vielheit, Diversity habe ich gesagt, mhm, in der Anmoderation, ist das doch erstmal auch für einen Skeptiker eine große Bereicherung, andere Weltentwürfe zu sehen, Menschen kennenzulernen, die ganz anders denken, anders fühlen, ja, keine andere Frage. Ideale haben. Aber es gibt eben zwei Ebenen der Vielfalt. Es ist sozusagen eine empirische Vielfalt. Es gibt eben viel Verschiedenes. Und das ist bereichernd und interessant und spannend, weil es unterschiedliche Weltinterpretationen darstellt. Es gibt aber auch die Ideologie der Vielfalt. Und die neigt, Dialektik der Aufklärung, zur Homogenität. Wir brauchen jetzt Vielfalt. Ja? Und in dem Moment wird das Vielfältige, wird quasi die Buntheit grau und die Vielfalt homogen. Ja? Dann haben wir sozusagen eine einheitliche Lebensform, Weltanschauung, Ideologie, die es gesellschaftlich umzusetzen gilt. Okay, also so die Masse der Einzigartigen à la Andreas Reckwitz zum genau, Beispiel, genau, der Soziologe, der das ja, gut genau, beschrieben ja, hat, Gesellschaft der Singularitäten, dass wir alle etwas Eigenes, Besonderes, genau, Unverwechselbares sein möchten. Dann sehen Sie etwas Ähnliches mit dieser Vielfalt jetzt, auch dass da eine Ideologie übergestülpt wird und wir müssten zumindest alle gleich denken. So, ja, natürlich. Das gut finden. Das ist eine Reaktion auf diese Migrationsbewegung, die wir haben. Weshalb wir diese Migrationsbewegung haben, ist ja auch aus politischer oder ökonomischer Sicht leicht zu beschreiben. Mhm. Es lässt sich wahrscheinlich gar nicht ändern. Wie sollte auch in einer, das ist auch völlig absurd, in einer ökonomisch und auch technologisch, Stichwort Internet, andere Medien, globalisierten Welt, sollen die Menschen dann aber brav jeweils an ihren Orten hocken? Das ist eine wahrscheinlich ziemlich steile Vorstellung. Ja? Und sich dagegen zu wehren, ist vermutlich, mhm, selbst wenn man es wollte, ziemlich aussichtslos. Mhm. Oder, ich will jetzt nicht besonders revolutionär klingen, dann müsste man noch sehr viel radikaler sein. Ja, dann, wenn man das wirklich anstreben wollte, reicht es ja nicht, an irgendwelchen Grenzöffnungen rumzudoktoren oder irgendwelche Remigrationsprogramme zu, oder was immer diese populistischen Parteien so umtreibt. Dann müsste man ganz grundlegend an das gesamte Wirtschaftssystem dieser Welt und eine ganz andere Welt schaffen. Das muss man sich eben immer klar machen. Ja, daher auch immer meine Rede, Moral hängt eben von dem jeweiligen Wirtschaftssystem ab und auch die Ideale. Dann müsste man also sehr, sehr viel tiefer gehen. Ja, ja, und sollte man das auch? Also nein, ich habe jetzt schon zwei, dreimal diesen Kapitalismus angesprochen als Treiber all dieser genau, vieler Ideologien. Genau. Mir geht es nur immer darum auch, Sie haben mich ja so als Skeptiker und Kritiker angesprochen, sind wir jetzt auf dieses Thema gekommen, ja, sich klarzumachen, was ist überhaupt in einer Welt änderbar, gerade wenn wir jetzt auch solche populistischen Parteien haben, mhm, und sich dann eben auch klarzumachen, nein, also oder wenn dann um einen Preis, den wir ja alle im Grunde auch gar nicht zahlen wollen, mhm, auch die Populisten nicht. Genau, und da sind wir schon beim Stichwort. Ich habe den Klimawandel jetzt schon erwähnt. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit zwei Gästen. Der eine war Jens Beckert, deutscher, mhm, Soziologe, der ein Buch geschrieben hat, auch über den Klimawandel und warum das nicht vorwärts geht, der Klimaschutz nicht so schnell, wie es gehen sollte, aus seiner Sicht. Und er sagt, wir leben heute in einer ganz anderen Zeit. Diese Spätmoderne ist eine Zeit des Loslassens, der Verluste. Wir verlieren so viel, was uns irgendwie so stark geprägt hat. Und wir hören Ihnen ganz kurz zu. Die moderne Gesellschaft ist eigentlich eine Gesellschaft, die über das Narrativ des Fortschritts eigentlich eine ist, die sich die Zukunft immer als eine bessere Zukunft vorstellt. Und natürlich ist das immer auch mit Kosten verbunden gewesen. Also Lebenswelten gehen
kaputt. In dem Modernisierungsprozess werden ersetzt durch andere Lebenswelten. Aber ich glaube, das Gefühl im Moment ist wirklich, dass wir eben nicht mehr dieses optimistische nach vorne sondern wir haben. Wir trauern dem Alten nach. Wir trauern ihm nach und wir verlieren es. Und wir verlieren es in ganz vielen Dimensionen. Es ist nicht nur auch die Heimat. Genau. Ja. Wir verlieren es auch zum Beispiel im Sinne, dass Geschäftsmodelle, die ja eigentlich wunderbar funktionieren, wenn Sie an die deutsche Automobilindustrie denken. Ja, die fabrizieren ja wunderbare Fahrzeuge. Solche funktionierenden Geschäftsmodelle, ökonomisch funktionierenden Geschäftsmodelle, müssen wir abwickeln, wenn wir eine Zukunft im Hinblick auf die natürlichen Lebensbedingungen haben möchten. Und das sind, glaube ich, also ganz neue und dramatische Erfahrungen, die wir als Gesellschaft da im Moment machen. Ja, dramatische Erfahrungen. Wir müssen Abschied nehmen, uns anpassen, uns auch einschränken, wenn wir unseren Enkelinnen und Enkeln einen bewohnbaren Planeten, sage ich jetzt mal etwas dramatisch, hinterlassen wollen. Das ist das Schwierige, das ist ja eben vollkommen richtig beschrieben worden. Das jetzt klarzumachen, nach etwa 200 Jahren Industrialisierung, die immer auf mehr und mehr Produktion und so weiter ausgerichtet war, und jetzt quasi eine ideologische Kehrtwendung zu vollziehen, ist extrem schwierig. Und es ist ja nicht nur die einzige Veränderung. Also es geht einher mit einer ganzen Facette an anderen Veränderungen, Migration und so weiter. Und daraus erwachsen die politischen Widerstände. Das ist menschlich vollkommen verständlich. Es ist vielleicht, und man kann nur hoffen, dass quasi in dieser Dialektik aus Veränderungsdruck und andererseits sich wehrend dagegen vielleicht ein politischer Weg gefunden wird, der diese notwendigen Veränderungen dann für die Menschen verträglich politisch umsetzt. Jetzt, wenn wir über Klima reden, ich meine, diese Prognosen kommen ja nicht von irgendwelchen Ideologen, sondern die kommen vom Weltklimarat, von der Wissenschaft, von Kollektiven. Und Sie sagen, ganz interessant, wieder den Bogen zum Anfang, also wo wir über die Ersatzreligion gesprochen haben, Sie sagen, die Experten, das sind die neuen Priester. Und sogar die Exorzisten schreiben Sie an einer Stelle. Das ist extrem irritierend natürlich, das zu hören. Wie muss ich das verstehen? Gesellschaften brauchen einfach Experten, an denen sie sich orientieren. Das waren eben früher Priester, das waren sozusagen die Experten für Generalisten, Experten für alles, von der Ernte bis zum Seelenheil. So funktionieren natürlich säkulare Gesellschaften, aufgeklärte Gesellschaften nicht mehr, aber wir brauchen nach wie vor wie Leuchttürme, eben den Experten, das ist dann der Priester der modernen Gesellschaft. Und der kommt dann eben aus den jeweiligen Leitwissenschaften, die der Zeitgeist so ein bisschen oder vielleicht auch einfach die Notwendigkeiten der Gesellschaft nach vorne spülen, aus den jeweiligen Wissenschaften. Er ist natürlich Wissenschaftler in einer sich wissenschaftlich fühlenden Welt, würde ich mal ganz vorsichtig formulieren. Und aber er kennzeichnet sich dadurch, er ist ja ein Medienphänomen auch, dass er nicht einfach nur Experte ist. Dann hätte er ja schrecklich wenig zu sagen. Dann würde er eben beschreiben, wie es empirisch ist. Sondern der in den Medien präsente Experte verknüpft ja sein empirisches Wissen mit moralischen und normativen Anreicherungen. Das haben wir während Corona erlebt, das erleben wir in der Klimadebatte, das erleben wir in anderen Fragen. Also der Experte hat ja auch immer gleich die normative Lösung parat. Ist das etwas Neues, kurze Zwischenfrage? Nein, das, wie gesagt, das kennen wir vom Theologen, das kennen wir vom Priester, der hat auch die normative Lösung parat. Aber es gibt den Widerspruch zwischen dieser vermeintlichen Wertefreiheit der Wissenschaft und dann diesen Empfehlungen, sage ich jetzt mal, der Expertinnen und Experten. Ja, da wäre ich jetzt orthodoxer Philosoph und würde sagen, ja, es gibt immer einen Unterschied zwischen normativer Sprache und empirischer Sprache. Und man darf beides nicht miteinander verwischen. Hier ist die empirische Sprache, das ist das, was passiert und das, was existiert. Und dann ist die normative Sprache. Und die empirische Sprache beschreibt eine Wirklichkeit im allerbesten Fall, ohne jetzt erkenntnistheoretisch naiv sein zu wollen. Die normative Sprache aber ist, wie wir schon hatten, letzten Endes kontingent. Ja, das ist eben abhängig von der jeweiligen ideologischen Situation. Ja, aber das ist extrem schwierig. Dann stellen Sie alle Formen von Expertinnen und Experten auf eine Stufe, den Priester genauso mit den Klimawissenschaftler und so weiter. Nein. Sie müssen doch zumindest als Mensch auf normativer Ebene die Dinge bewerten. Nein, es gibt die empirische Ebene. Und da ist zwischen einem
meinetwegen Exorzisten und einem Physiker natürlich ein erheblicher Unterschied und würde sagen, ja, also die empirische Sprache des Physikers bezieht sich tatsächlich auf Dinge in der Welt, wieder nicht ins Detail, Quantenphysik und so, lassen wir jetzt mal alles, ja, ist mir schon bewusst, aber mal so naiver Realismus. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die behaupten, dass ihre empirische Sprache sich auf Dinge in der Welt bezieht, es aber nicht tut. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist dann die moralische Sprache. Und die bezieht sich nicht auf Dinge in der Welt. Da draußen gibt es kein Gut und kein Böse, sondern die bezieht sich auf unsere sozialen Verabredungen, auf unsere kulturellen Normen jeweils. Und das, die unterliegt einer komplett anderen Logik. Moral ist eine Konstruktion. Ist eine Konstruktion. Und das, man könnte es genauso gut anders konstruieren. Da wir in einer Welt leben, nein, wie schon gesagt, eine Feudalgesellschaft hat aus gutem Grund die Moral, die sie hat. Und eine kapitalistische, digitalisierte, moderne hat aus gutem Grund die Moral, die sie hat. Also sie ist nicht beliebig konstruierbar. Und natürlich haben Einwohner in einem Eismeer eine andere Moral als vielleicht ein Stamm in einem tropischen Urwald. Das ist ja klar, es ist abhängig von den Lebensbedingungen. Es ist nicht beliebig änderbar, aber es ist kontingent und abhängig von den Lebensbedingungen. Lassen Sie uns ein bisschen über Freiheit reden. Ein wichtiger Begriff für Sie. Und Sie reden auch von der Überregulierung der staatlichen, von vielen Bevormundungen, jetzt auch mit dem Klimaschutz in Zusammenhang, Verbotskultur der Grünen und so weiter. Sie sagen, wir wollen heute eine Freiheit, aber wir wollen kein Risiko. Also ein staatliches Recht auf Selbstverwirklichung wollen wir eigentlich. Wir können uns entfalten, aber wir brauchen dieses Netz, falls wir scheitern, mit Krippenplätzen, Erziehungsgeld und so weiter. Genau. Was ist der Staat als Supernanny, der für uns sorgt. Ja, genau. Was ist denn, was wäre denn für Sie gute Freiheit oder wahre Freiheit? Eigentlich möglichst wenig Staat? Da bin ich schrecklich unoriginell. Ich würde mache immer diesen sogenannten ganz schlechte Konnotation, ja, aber negativen Freiheitsbegriff relativ stark. Eigentlich ist der negative Freiheitsbegriff für mich der positive Freiheitsbegriff. Freiheit von Zwang. Freiheit von aus. Zwang. Und dieser sogenannte positive Freiheitsbegriff, Freiheit zu, der ist ja dann der Einstieg in den Weg, Gesellschaft regulieren zu wollen, indem man diese Freiheit zu den Menschen schafft. Dass man den Menschen Chancen gibt, dass man ihnen gleiche Chancen gibt, sie ermöglicht. Damit muss man aber in die Logik der Gesellschaft eingreifen. Und das führt dann wieder zu Zwängen auf anderer Seite. Das ist bis zu einem gewissen Punkt akzeptabel. Aber wir neigen natürlich immer mehr dazu, diese Zwangsmaßnahmen oder diese Regulierung einfach zu erhöhen. Und da schaue ich als Liberaler, als der ich mich ja eigentlich fühle, mit einer gewissen Skepsis drauf, richtig. Aber wenn Sie doch Freiheit für alle wollen, dann heißt das auch so gute Chancengleichheit für alle wie möglich. Ja, natürlich, natürlich. Und das bedeutet halt, dass der Staat dann bestimmte Maßnahmen umsetzen muss. Also negative Freiheit heißt doch auch krasse Ungerechtigkeit. Also wenn man die Leute einfach, wenn man einfach sagt, kein Zwang, dann hat man halt die Startbedingungen, da startet einer das hier, ist, einer das hier ist, und das so weiter. Ist, das ist ja, das ist natürlich so. Aber wir neigen, wird ja häufig genug auch betont in der Diskussion, sage ich jetzt ja auch überhaupt nichts Neues, inzwischen viel zu sehr zu so einer Ergebnisgleichheit. Und der gegenüber würde ich die Chancengleichheit eben jederzeit betonen. Denn Ergebnisgleichheit, dass wir meinen, also gerecht sei nur, wenn wir eigentlich idealerweise alle gleich sind am Ende des Tages, zumindest so als Utopie, das führt letzten Endes zu Zwang. Und heißt das, also ganz konkret zu machen, ist es zum Beispiel Frauenquote? Wäre das so ein Beispiel, wo man sagen könnte, Ja, natürlich. Also, das ist das falsche Mittel aus Ihrer Seite. Dass man eben versucht, die Menschen gleich zu machen und das beispielsweise durch Quotierungsmaßnahmen, ob das eigentlich dieser Logik von Gleichheit wirklich eigentlich nicht zuwiderläuft, wäre noch zu überlegen nebenbei. Aber okay, der Gedanke dahinter ist ja tatsächlich, wir schaffen Gleichheit. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie irgendwie Gerechtigkeit mit Ergebnisgleichheit verwechselt wird, würde ich sagen. Gerechtigkeit besteht in Chancengleichheit.
Ich bin auch nicht naiv. Ich übersehe auch nicht, dass es Machtstrukturen gibt in einer Gesellschaft, die es zu durchbrechen gilt, um wirkliche Chancengleichheit herzustellen. Ja, das ist ja das Gegenteil. Ja, das ist mir schon klar. Aber gerade in unseren gesellschaftlichen Debatten wird der Fokus, und auch auf ganz subtile Art, das sind ja häufig nur so kleine sprachliche, begriffliche Tricks häufig, allzu sehr auf diese Ergebnisgleichheit gelegt. Mhm. Auch schon indem man das Wort Gleichheit und Gerechtigkeit quasi synonym macht. Mhm. Also nein, ja, das ist es einfach nicht. Mhm. Ich hatte kürzlich ein Gespräch hier mit dem Philosophen Michael Festl über Liberalismus, wo natürlich die Freiheit auch schon im Wort drinsteckt. Und da wird ja auch gestritten darum, was heißt eigentlich liberal. Und bestimmte Parteien tragen diesen Titel im Namen. So. Mhm. Und es ist interessant, er hat eine etwas andere Sicht. Er hat die Geschichte des Liberalismus erforscht und meint, Liberalismus bedeutet zumindest etwas anderes als das, was ihn vielleicht vorschwebt. Darüber müssen wir kurz sprechen. Ja. Wir hören ihm erstmal zu. Was man an Parteien festmachen will, was ich unter Liberalismus verstehe. In Deutschland, Schweiz sind es dann eher die sozialdemokratischen Parteien, die den Liberalismus oder die Gesetze machen würden, die ich denke, dass richtig werden, um diesen Liberalismus wirklich zu seinem Durchbruch zu verhelfen. Interessant. Und interessanterweise ist es leider so, dass genau diese Parteien, die eigentlich meines Erachtens die Gesetze hätten, die Vorlagen hätten, die diesen Liberalismus verwirklichen, wie er eigentlich in der Aufklärung gedacht und vorgedacht wurde, dass genau die jetzt heute mit dem Freiheitsbegriff eigentlich kaum mehr arbeiten. Das finde ich einerseits sehr, sehr schade, finde ich einen großen Verlust, finde ich auch einen Fehler. Und gleichzeitig natürlich jetzt die liberalen Parteien, aber auch noch stärker rechte Parteien, auch in Deutschland ist es vor allem die AfD, die mit Freiheit wirbt. Interessanterweise die Partei, die mit der Aufklärung wohl wirklich mit Abstand am wenigsten zu tun hat, die genau wirbt mit dem Hauptbegriff des Liberalismus, nämlich der Freiheit. Und der Unterschied hier ist natürlich offensichtlich, dass es verschiedene Freiheitsbegriffe gibt. Der Freiheitsbegriff der AfD ist einfach nur einer Freiheit von irgendwas, die Freiheit, keine Maske tragen zu müssen, die Freiheit, gegen irgendjemanden hetzen zu dürfen, weil er mir nicht passt. Und das ist natürlich ein sehr, sehr primitives, wie ich sagen würde, Konzept. Primitives Konzept, sagt er am Schluss, der AfD, also gegen den Zwang von außen zu sein. Sie haben gesagt, aber das ist der eigentliche Kern. Das ist der Kern, würde ich sagen, natürlich. Also ein Sklave, der in der Antike versklavt ist, der liegt eben enormen Zwängen. Und sein Gedanke ist, diese Zwänge loszuwerden. Und das heißt Freiheit. Alles andere kommt danach. Also das würde ich schon sagen, das ist der Kern von Freiheit. Das ist natürlich in so freiheitlichen Gesellschaft wie der unseren nicht mehr allen unmittelbar präsent, weil wir eben eine freie Gesellschaft sind, in der die Zwänge, ja, es gibt Alltagszwänge, die wir alle kennen, aber die ganz, ganz großen Zwänge, die unsere Vorfahren noch vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden kannten, gibt es in dem Sinne eben nicht mehr, diese Mühsal. Und da kommt man eben dann ganz schnell auf den Gedanken, dass der Kern der Freiheit woanders liegt und vergisst eben, welchen enormen Druck diese Zwänge eben einfach mal ausgeübt haben. Würden Sie sagen, heute gibt es weniger äußere Zwänge, dafür mehr innere, Stichwort Ideologie, dass wir vielleicht innerlich nicht so frei sind wie zu anderen Zeiten? Da bin ich mir nicht sicher. Also wahrscheinlich gibt es immer ein gleiches Maß an inneren Zwängen und vielleicht ist das auch einfach anthropologisch notwendig. Dass wir die Menschen im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit waren sicherlich nicht innerlich freier als wir heutzutage. Das Interessante ist, dass wir vielleicht nicht sehr viel freier sind, ja? wie wir uns häufig einbilden. Mhm. Aber Sie sagen ja schon, diese Suche nach sich selbst, nach Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung, ein Riesenwert seit den 68er spätestens. Ja. Heute, also die ganze Kultur basiert darauf, dass wir uns selbst entfalten können. Und Sie sagen, es ist grundfalsch. Diese Suche nach dem echten, authentischen Ich, nach dem Selbst, das ist zum Scheitern verurteilt. Wir sind entfremdete Wesen, schreiben Sie in Ihrem schönen Buch hier erschienen, vor einigen Jahren entfremdet. Wir bleiben auch entfremdet. Das gehört zum Menschen dazu, das zeichnet uns aus. Wir sind nie uns selbst. Ja, das ist also, der Mensch ist das entfremdete Wesen. Das müssen Sie erläutern. Ja, der Mensch ist eben das Wesen, das nach der Sinn, deshalb sitzen wir ja in einer Philosophie-Sendung, der Mensch ist das Wesen, das Philosophie erfunden hat, könnte man sagen. Ja? Also der Mensch ist das Wesen, das seine eigene Existenz befragen kann.
das unterscheidet ihn, soweit wir richtig sehen, von allen anderen Tieren, soweit wir sie kennen und sie auf diesem Globus leben. Und dieses Fragen ist ein Produkt letzten Endes seiner Freiheit, seiner Instinkt, also Ablegung von Instinkten und dass er plötzlich Handlungsmöglichkeiten hat. Dort, wo das Tier keine Handlungsmöglichkeiten hat, haben wir plötzlich Handlungsmöglichkeiten. Wir können über Alternativen nachdenken, wir können über irgendwelche Geschichten nachdenken, mögliche Welten, alles. Es könnte alles anders sein. Mhm. Und damit haben wir Alternativen und Handlungsmöglichkeiten. Und ich kann mich auch fragen, wie möchte ich leben? Welches Leben genau passt zu mir? Genau, was wir ja alle tun. Und genau. Damit wir nicht völlig ins Schwimmen kommen, haben wir so etwas wie Kultur erfunden, unter anderem, damit wir eben Orientierung haben. Wir haben Geschichten, Narrative, Ideologien entwickelt, die uns, die wir ja handlungsfrei sind, zumindest einen Rest an Orientierung geben und auch es ermöglichen, dass wir uns mit anderen austauschen und diese Werte kommunizieren. Aber am Ende des Tages bleibt natürlich, wir sind auf uns selber zurückgeworfen und sowas wie ein authentisches Selbstsein gibt es für uns Menschen nicht. Warum nicht? Es gibt doch Lebensentwürfe, die zu mir passen und andere, die nicht zu mir. Das ist doch evident. Das kennen wir alle, dass man vielleicht einen Beruf hat, der zu einem passt und einen Beruf hat, den besser zu einem passt und in dem man glücklich ist. Aber das würde ich jetzt nicht überhöhen zu authentischem Selbstsein, sondern das ist ja einfach nur, ich versuche mein Leben irgendwie pragmatisch zu leben und in der Welt zu schauen, was passt zu mir. Aber wovon wir eben geredet haben, diese Suche nach dem authentischen Selbstsein hat ja wiederum einen religiösen Unterton. Da geht es fast Sinndimensionen, die Alltagsbewältigung und ein angenehmes Leben ja bei Weitem übersteigen. Da geht es ja um höhere Orientierungssuche. Mhm. Und in dem Sinne würde ich sagen, darauf wird es keine abschließenden Antworten geben. In dem Sinne sind wir das dauerentfremdete Wesen. Es gibt nicht da irgendwo da draußen ein Ich, das ich nur finden muss bei meiner Selbstsuche, wie es ja verräterischerweise heißt. Und wenn ich dieses Ich irgendwo gefunden habe, bei meinem Thailandurlaub oder beim Wandern in brasilianischen Gefilden oder wo auch immer, dann endlich, ja, das Ich, das liegt nicht wie ein Osterei versteckt, ja, und dann habe ich es gefunden und Heureka, ja, sondern es ist einfach eine Konstruktion, dieses ideale, authentische Ich oder dass es das geben könnte, das hält uns auf Trab, ja, das verhindert, dass wir vielleicht ein bisschen faul und phlegmatisch werden. Aber wir müssen eben immer im Kopf behalten, dieses Ideal-Ich, das gibt es einfach nicht. Und wir können... Eine listige Erfindung des Kapitalismus, damit wir alle individuell konsumieren und immer weitermachen. Ist das die Idee? Einerseits eine erstmal anthropologische Gegebenheit, unter kapitalistischen Bedingungen natürlich ausschlachtbar, sagen wir es mal so. Ja. Mhm. Ja, und Sie sagen ja, das Ich, Zitat, ist sein eigener Erlösergott geworden. Zitat, der spätmoderne Mensch, also ich, möchte sich selbst erlösen mittels Karriere, Erfolg, Sport, Sex und Wellness. Richtig. Ja, das glaube ich Ihnen nicht. Ja, das ist sehr übertrieben. Inwiefern möchte ich mich selbst erlösen? Was heißt das? Wovon? Ja, wir haben ein gewisses Sinndefizit, ganz offensichtlich. Das ist ja jetzt nicht einfach nur behauptet. Sondern Säkularisierung. Sonst gäbe es diese ganzen Sinnangebote, die gemacht werden und die ja angenommen werden. Also ja. Es ist ja nicht einfach so, dass irgendwelche Psychotherapeuten, Coaches oder was weiß ich, was es alles gibt, ja, einfach da sitzen und keine Kunden haben. Sondern diese ganzen Sinnangebote bis in die profane Freizeitindustrie hinein werden ja angenommen. Also da ist ein Markt da, also ein Defizit, das offensichtlich empfunden wird. Und da geht es ja auch immer mehr, als wir hatten es schon, jetzt einfach nur Zeitvertreib. Häufig genug auch das, wir wollen jetzt nichts überhöhen, aber ganz, ganz häufig eben auch um
mehr. Also um die eigenen Selbstzweifel zu besiegen, zu gucken, ob es doch noch mehr gibt als einfach nur Alltagsbewältigung, ob es nicht einen Zustand individueller Existenz gibt, der quasi einer höheren Sinnsphäre gleichkommt und die man dann irgendwie bei Yoga, irgendwelchen Spiritualitätspraktiken oder Extremsport meinetwegen, die man da eben findet. Und das hat ganz klar religiösen Charakter und unterliegt auch einer gewissen Logik, denn in dem Moment, wo der Erlösergott wegfällt, naja gut, wer soll mich dann noch erlösen, dann bleibt eben nur noch, dann bleibe ich nur noch selbst quasi. Sie sind ja auch Kind unserer Zeit. Ja, natürlich. Wo suchen Sie denn die Selbsterlösung? In Fernsehstudios. Und im Bücherschreiben. Und im Bücherschreiben. Ja. Nein, klar, man muss sich kritisch hinterfragen, warum macht man das, was man macht? Mhm. Allerdings versuche ich dann doch mir immer wieder klarzumachen, dass es genau das nicht ist. Also, dass man auch keine übersteigerten quasi religiösen Sinnanforderungen an sich selber stellt. Das kann einen ja auch unter einen wahnsinnigen Sinn Stress stellen geradezu, was man häufig genug bemerkt. Dass Leute gerade auch in unseren westeuropäischen Gesellschaften, wo man bei ganz nüchterner Betrachtung sagen könnte, Jung, es geht euch doch gut. Ja, lehnt euch mal zurück. Was ist denn eigentlich euer Problem? Ja. Ja, also ihr lebt in einem obszönen Wohlstand, wenn man es mal betrachtet an der Menschheitsgeschichte und wie es den Menschen nicht alle, geht. Viele, ja? Viele, muss man immer sagen, glaube ich. Ja, aber selbst denen, die in unserer Gesellschaft als ärmer bezeichnet werden, geht es natürlich verglichen an anderen Gesellschaften der Vergangenheit immer. Also medizinische Versorgung, technische Versorgung. Also, uns geht es obszön gut, ja? Also selbst den weniger Privilegierten. Und aber wir haben obszön hohe Erwartungen. Ja, genau. Und dann noch erst recht denen, denen es dann auch noch, auch an unseren eigenen Maßstäben gemessen, sehr gut geht. Die Mittelschicht, gehobene Mittelschicht bis weiter nach oben in der gesellschaftlichen Pyramide. Und trotzdem leidet ihr unter Sinnkrisen, geht zu irgendwelchen Coaches, Therapeuten oder sonst irgendwas. Es liegt natürlich die Frage nach, ist noch alles in Ordnung? Ja? Sie gehen ja gerne in den Wald. Zumindest haben Sie ein schönes Büchlein geschrieben über den Wald. Und der Untertitel ist, also der Titel vom Wald, eine Philosophie der Freiheit. Mhm. Was hat der Wald mit Freiheit zu tun oder mit der Art von Freiheit, die Sie suchen und möchten? Lassen Sie mich mal mit einem Umweg antworten. In der Philosophie haben sich ja Philosophen traditionell gerne an anderen idealtypischen Landschaften ergötzt. Da war das Meer, das eine gewisse Weite und Erhabenheit suggeriert. Stichwort Demut, so das große Ganze. Das Große, der weite Blick oder das Gebirge bei Nietzsche oder anderen, das auch immer was Gewaltiges hat und was Erhabenes. Und ich denke, das ist ziemlich verräterisch. Also so haben sich Philosophen auch irgendwie immer gesehen, als so eine Form von Selbsterhebung. Ja, da ist das große, gewaltige Denken der Philosophie, das, also, wenn man nur scharf genug nachdenkt und dann sich dran erbaut und ergötzt. Und, der Wald ist, um auf den Wald zu kommen, quasi der Gegenentwurf. Das ist eben nicht... Wälder können auch groß sein und wenn man vielleicht mit dem Flugzeug drüber fliegt, auch erhaben. Aber wenn man selber drin steckt und durch den Wald läuft, dann ist der ja unübersichtlich. Man weiß nicht, was hinter der nächsten Ecke kommt. Vielleicht nicht in dem städtischen Wald rund um die Großstädte in Westeuropa. Aber man braucht ja nur in Nationalparks zu gehen, wo das dann schon wieder so ein bisschen so ist. Das heißt, im Wald erleben wir eben viel stärker unsere eigene Kontingenz, das Unberechenbare, das Unübersichtliche, was eben das menschliche Leben ausmacht. Das menschliche Leben ist nicht der erhabene Blick aufs Gebirge und dann erschaudern wir alle in Ehrfurcht, sondern das menschliche Leben ist genau das. Man weiß nicht, was hinter dem nächsten Baum oder hinter der nächsten Ecke kommt. Unübersichtlich, zufällig. Aber das ist nicht nur negativ. Darin liegt eben auch unsere Freiheit. Wenn es anders wäre, wenn es irgendwelche großen Wahrheiten gäbe, die in Erz gegossen wäre, das wäre die völlige Katastrophe. Wir wären ja vollkommen unfrei. Und insofern ist der Wald für mich immer genau ein Symbol. Also es hat auch mit der Skepsis, mit dem Unwissen zu tun, Freiheit. Ja. Genau, Wald beschränkt den Blick. Ich kann halt nicht weiter als 30, 40 Meter sehen, je nachdem, wie er gewachsen ist.
Und es ist ein Symbol des beschränkten Blickes, den wir Menschen eben einfach haben, auch wenn wir uns manchmal einbilden, ihn nicht zu haben oder davon träumen, weiter sehen zu können. Eben daher diese Faszination von Philosophen für das Meer oder das Gebirge. Aber so ist es eben nicht. Das ist irgendwo auch eine eigentlich fast größenwahnsinnige Anmaßung, zu denken zu wollen. Wir können die Welt verstehen. Wir können die Welt verstehen. Wir können weit, genau, das ist Größenwahn. Und er ist auch eigentlich ein gefährlicher Größenwahn, weil dahinter dann auch immer der Gedanke eben der einen Wahrheit steht und der einen Vernunft. Und das ist dann wieder, so schließt sich dann der Kreis, das ist autoritär. Wenn es so wäre und das gäbe es alles, dann wäre es ja klar, wie wir unser Leben zu führen hätten. Nach dieser einen Vernunft, nach dieser einen Wahrheit. Und dann müssten wir alle quasi ein Leben führen. Ein Albtraum. Ist Wahrheit, die Idee der einen Wahrheit, ist das eine totalitäre Vorstellung, eine totalitäre Idee? Würden Sie so weit gehen? Ja, also wieder im normativen Sinne. Es gibt naturwissenschaftliche Wahrheiten, das würde ich ja sagen, mit so einem naiven Realismus. Ja. Mit diesem Fallibilismus, aber, das kann falsch sein, so, wir testen ja, uns. Das ist natürlich, aber wir verwenden es ja eben häufig genug auch anders, normativ. Und da würde ich dann sagen, ist es ein religiöser Begriff. Das ist überhaupt gar kein rationaler Begriff, das ist ein religiöser Begriff im Kern Wahrheit. Und er ist, wie Religionen eben sind, ja, er ist ein autoritärer Begriff. Sind Sie selbst religiös sozialisiert worden? Also Religion spielt eine wichtige Rolle, um all diese Ideologien zu entlarven, unsere Gesellschaft überhaupt richtig wahrzunehmen, mit diesem Sensorium überall diese Ersatzhandlungen oder Ersatzreligionen zu suchen. Was ist Ihr Verhältnis zur Religion persönlich? Völlig. Ich bin... Ich komme aus einer protestantischen Familie, ich bin Lutheraner von der Geburt her und von der Abstammung her. Aber ich hatte jetzt nie religiöse Bauchschmerzen. Also sowas, so manche haben irgendwelche Loslösungsprozesse und dann habe ich irgendwie unter Seelenqualen erkannt, es gibt gar keinen Gott und je. Ja. Sowas. Also ich war quasi, solange ich denken kann, Atheist, ein völlig entspannter Atheist. Also es war Kulturprotestant. Ja. Ich merke immer wieder, wie auch gewisse protestantische oder lutherische Begriffe, Narrative, Denkstrukturen, auch mein eigenes Denken bestimmen. Da bin ich auch überzeugter Kulturprotestant übrigens. Ja. Und Kulturpessimist sind Sie ja auch. Haben Sie auch ein schönes Büchlein dazu geschrieben? Ja. Könnten wir noch darüber reden. Ja. Aber jetzt erstmal zu dieser Frage. Und deshalb ist mir auch klar, weshalb Religion auch im Zeitalter der Säkularisierung die Bedeutung hat, die sie hat, auch wenn es inzwischen subkutan ist und die Begriffe sich ausgetauscht haben und wir teilweise nicht mehr mit offensichtlich religiösen Begriffen operieren, aber mit Begriffen, die diese ersetzt haben. Und diese Wende oder diese Tendenz ins eher konservative Denken und dieses sehr kulturkritische, zeitgeistkritische, ist das etwas, eine Bewegung, die schleichend kam mit der Zeit oder hat das mit dem Zeitgeist zu tun? Seit wann würden Sie sagen, Sie stehen so auf dieser konservativen Seite? Naja, Sie waren erstmal links. Natürlich. Tatsächlich. Ich war tatsächlich auch mal Mitglied der SPD in Deutschland. Ich würde mich auch gar nicht als Konservativen bezeichnen. Also ist ja auch im Gespräch vielleicht deutlich geworden. Ich hat bin ein schwieriges jetzt, Label, genau. Ja, Vieles sehe ich auch Kapitalismus etwas kritisch. Ja. Aber Turnschuhe und kurze Hosen, das geht gar nicht. Was ich sicherlich, Hafermilch. Was ich sicherlich bin, den Schutz ziehe ich mir schon an. Ich bin in gewisser Sinne kulturkonservativ. Ja. Wie sich das aber jetzt politisch einordnen lässt, ist ja auch häufig die Frage, wie Sie eben vorhin kam von Ihnen das Stichwort Adorno. Wie haben wir Adorno inzwischen zu verorten? Ja? Lange Zeit ganz klar Marxist, Linker. Wenn man ihn heutzutage liest, denkt man, da ist eben auch viel, der stand eben seinem Freund Gehlen in vielen doch sehr nah und das ist eben konservativ. Wir sind schon fast am Ende der Zeit. Eine letzte Frage hätte ich noch. Haben Sie auch schon mal im Wald einen Baum umarmt? Nein. Was müsste passieren, dass Sie das einmal machen würden? Ich glaube, das wird nicht vorkommen. Als Skeptiker muss man sich doch anderen Erfahrungen öffnen und schauen, was da drin steht. Ja, aber wissen Sie, ich bin auch ein bisschen Ästhet und es gibt einfach Ausformungen des Zeitgeistes und Trends, die empfinde ich einfach als hässlich. Ja? Und erwachsene Menschen, die Bäume umarmen, sind unschön. Das nehme ich gerne als Schlusswort, Herr Graeber. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
Ja, wie steht ihr zu Hafermilch und zum herrschenden Zeitgeist? Schreibt es uns in die Kommentare und hier drüben findet ihr wie immer zwei Gespräche zum Weiterdenken. Danke euch für eure Treue und bis bald.